Frau Brandner, vor einigen Jahren machen Sie eine Naht oder Farbe. Wie kam es dazu und wie haben Sie diese Erfahrung erlebt? Meine Nahtoderfahrung war 1982 und ich war 39 Jahre alt. Und vorausschicken muss ich, dass wir, mein Mann und ich, in Südamerika gelebt haben seit 1973 und gearbeitet haben. Und ab 1980 in Peru, in der Selva Central, das ist das Amazonasgebiet. Und 1982 wurde ich krank, ich bekam Typhus und Brucellosis. Und dann wurde die geheilt oder nicht ganz geheilt. Und weil im Ende 1982 fingen ganz eigenartige Symptome an. Das Herz ging nicht mehr, mein Herz blieb stehen, ich wurde ohnmächtig. Und dann sind wir mit meinem Mann im Jeep, sind wir nach Lima gefahren. Und dort habe ich mich untersuchen lassen, Labor, Arzt. Und das war am 7. Dezember 1982. Und den ganzen Tag über fühlte ich mich unwahrscheinlich glücklich. Also ich bin geschwebt und ganz heiter war ich. Und irgendjemand oder etwas im Innern sagte mir ständig, du wirst den größten Augenblick deines Lebens erleben. Und wir haben gedacht, was soll denn das? Das kann doch nicht Weihnachten sein. Weihnachten ist jedes Jahr und so, ja. Und dann in der Nacht dieses 7. Dezember, ich konnte nicht schlafen und es fingen plötzlich wahnsinnige Herzschmerzen. Das heißt, es waren nicht Schmerzen, das war ein Erdbeben. Und wie ein Derwisch-Tanz raste das Herz in mir. Und dann bin ich immer wieder ins Schwarze, ins Dunkle gefallen, also ohnmächtig geworden. Und das ging ein paar Mal so. Und dann ist innen, alle Organe sind wie Eis geworden. Und der Darm, der hat losgelassen. Und dann bin ich mit Mühe ins Bad gegangen. Und da hat sich der ganze Darm entleert. Und die Ärzte im Krankenhaus haben mir dann hinterher erklärt, das sind die Anzeichen des Todes oder des nahenden Todes, dass sich der Darm vollständig entleert und meine Körpertemperatur, die war 26 Grad. Also das war dieses eisige Gefühl. Ja, mein Mann ist Punkt 4 Uhr aufgewacht und es war, ja, nach dem Bad, bin ich wieder zurück ins Bett. Ich konnte nicht denken, konnte meinen Mann nicht wecken. Es war einfach nicht mehr möglich. Und dann bin ich ins Schwarze gefallen. Mein Mann ist genau zu dem Zeitpunkt aufgewacht, hat irgendeine Veränderung im Zimmer gemerkt, hat mich gepackt, in den Jeep getragen. Und dadurch, dass das Krankenhaus zufällig wirklich dort um die Ecke von unserer Pension war, das war die Clinica Internacional, und so dass ich sehr, sehr schnell auf der Intensivstation war. Mir wurde erklärt dann später, dass mein Herztod kam durch das Kammerflimmern. Und dann war Herzstillstand. Und die Ärzte haben mir dann hinterher noch gesagt, der muss 6 Minuten gedauert haben. Und das ist lange. So, das ist jetzt der medizinische Teil. Und dann hat die Seele, ist zum Leben erwacht und lebt immer die Seele. Und das war dann so, dass sie rumgeschwirrt, geflogen ist, hat natürlich den Patienten gesehen, das Bett. Nebenan war Monitor, weil ich bin sofort alles verkabelt, beatmet und alles worden. Und dann habe ich Menschen gesehen, und zwar also 3 Ärzte, 2 Krankenschwestern und meinen Mann, die vor dem Monitor standen. Sie standen plötzlich außerhalb ihres Körpers. Ich stand nicht, das ging wie so eine Welle, ging das raus. Und ich bewegte mich so in dem Zimmer.
Ich hatte wie außerirdische Augen, ich habe das Zimmer gesehen, ich habe durch die Wände gesehen, ich habe die Straße gesehen, aber das war alles so natürlich und so ganz, ja, ganz langsam wie im Wasser. Haben Sie sich selber auch wahrgenommen? Nein, ich habe es gesehen, aber ich habe mich nicht erkannt. Ich habe das Bett gesehen, aber ich habe keinen Bezug gehabt. Wie auch, ich habe diese Ärzte und die Krankenschwester und meinen Mann gesehen. Nee, und dann habe ich also diesen waagrechten Strich am Monitor und den Alarmtonpfeifen wahrgenommen und gesehen. Und dass alle dort hingestarrt haben. Und was das Eigenartige ist, ich habe die Menschen nicht in ihrer Funktion gesehen als Arzt, aha, das ist der Arzt, das ist die Krankenschwester, das ist mein Mann, sondern die waren alle gleich. Und die waren meiner Seele, also mir, alle gleich nah. Und ich war mit allen vertraut, aber von einer ganz anderen Ebene aus. Und ja, das ging so eine Weile und plötzlich kam wie eine neue Phase und die war schlimm. Ich habe sie dann hinterher die Reinigung der Seele genannt. Auf körperlichem Gebiet war die Reinigung der Darm. Alles, was ich gegessen, was da war, die ganze Materie, die ist ausgestoßen worden. Und jetzt ist der Seele schlecht, meiner Seele ist schlecht geworden. Und die hat mein 39-jähriges Leben ausgestoßen, alles, was gespeichert war. Und zwar hat sie nur die Sachen, also das war nicht so wie ein Film, dass da mein Lebensfilm abgelaufen ist. Es kam alles auf einmal, eine Dimension, die wir sonst nicht kennen, es geht ja alles schön eins nach dem anderen. Es war alles auf einmal, wurde ausgeschüttet und was mich so beeindruckt hat, es kamen nur die Dinge, die ich nicht bewusst schon vorher reflektiert hatte. Also es kamen nicht die, sagen wir mal, die Sünden, die ich mir angelastet habe, die haben gedacht, Mensch, das darfst du nicht machen, habe drüber nachgedacht, habe Verzeihung gebeten, also diese großen Sachen, die kamen nicht, die waren scheint abgearbeitet. Aber all diese kleinen Giftpfeile, die man schießt, unbewusst, auch nonverbal, ne? Man sitzt im Auto, irgendeiner kommt von der Kreuzung nicht weg und schon schießt aus einem Mensch Herrschaftszeiten, jetzt kannst du nicht Auto fahren oder irgendso, man beleidigt unwillkürlich, ne? Warum man das macht, weiß ich nicht. Oder an der Kasse vom Supermarkt, ja? Also ständig, irgendwas schießt man immer ab. Das nenne ich diese Giftpfeile, dessen ich mir nicht bewusst war. Und die wurden mir gezeigt. Und alle auf einmal. Und das sind ja Tausende. Also noch mehr. Wie haben Sie diese wahrgenommen? Haben Sie Bilder gesehen oder sind es Emotionen gewesen? Das sind Emotionen. Und das ist, ja, wie soll ich sagen, ich habe der anderen Seele wehgetan. Und dieses Wehtun ist zu mir zurückgekommen. Also dieser Giftpfeil, den ich abgeschossen habe, ist wieder zu mir zurückgekommen. Und da erst habe ich das registriert, was ich gemacht habe. Und habe um Verzeihung gebeten. Und die Messlatte war die Liebe. Nur das ist mir gezeigt worden, wo ich gegen die Liebe verstoßen habe. Und das ist ein unwahrscheinliches Ereignis. Ja, und dann kam eben dieser größte Augenblick des Lebens, der mir schon vorher gesagt worden ist. Und das war so, da hat sich hier am Nabel und deshalb glaube ich, dass die Seele am Nabel sitzt oder hinten halt, da hat sich ein Licht, ein rechtsdrehendes Licht entzündet. Das war nicht ein helles, klares weißes Licht, sondern das war Gold, strahlend natürlich, aber in einem Rosa und in einem Violett auch. Und das ist wie eine Lichtsäule, ist das in mir vom Nabel aus hochgestiegen bis zur Fontanelle. Und als Sie das Licht sahen vom Nabel her,
Da waren Sie wieder. Da war ich wieder im Körper. Ja. Und bin als, also dieses Licht ist als Lichtsäule, und zwar immer rechts drehende Lichtsäule, wie so eine Spirale bis zur Fontanelle gestiegen. Und da ist es aus dem Körper wieder raus, aber in einer völlig anderen Form, nämlich als Licht. Mhm. Und da war ich draußen. Mhm. Und das kann man jetzt praktisch mit, das war in einer Dimension, die man nicht erklären kann. Mhm. Ich sage zwar ich, aber es war die Seele. Mhm. Das Wesen oder das Wesen der Seele. Und ich war das Licht. Ich war in der Ewigkeit, im Universum, im Kosmos, aber in der Ewigkeit. Und in dem Moment hat meine Seele oder ich habe alles gewusst über die Entstehung der Welt, über Gott, also ich war allsehend, allwissend und allliebend. Das war eingehüllt in eine Liebe, die es eben auch auf Erden nicht gibt. Und ich habe um das, was wichtig war, ich wusste um das Nichts und um das Alles. Als Sie das Licht waren, wie Sie sagten, haben Sie da auch Bilder gesehen? Es war ein geistiges Sein oder ich sage seelisches Sein. Ja. Und ich habe keine Menschen gesehen, ich bin keinem Vater, keiner Mutter, meiner Mutter begegnet oder anderen Menschen, das nicht. Aber das Ganze war auch nicht tot. Mhm. Also da waren, müssen Geistwesen, also ich habe das als lebend empfunden. Mhm. Wie haben Sie Ihre Rückkehr erlebt? Weiß ich nicht. Plötzlich war es. Ihr Leben, wie hat sich das weiterentwickelt? Es hat sich alles geändert. Mhm. Ich bin als eine andere wiedergeboren worden. Also anders kann ich es nicht sagen. Mhm. Zwar im selben Körper, ne? Aber ich war ein völlig anderer Mensch. Mhm. Und ja, wie ist das dann weitergegangen? Mein Mann hat das alles nicht verstanden, wollte auch nicht, dass ich drüber spreche, wenn ich nur angefangen habe. Typisch, was man nicht sieht, gibt es nicht, also konnte ich nicht sprechen mit ihm. Mhm. Und als er gemerkt hat, ja, meine Frau wird wieder gesund, ja, schön langsam, dann wollte er wieder, dass wir das alte Leben führen. Er war Experte und wir sollten wieder ins Ausland gehen und ich habe gewusst, nein, ich kann nicht den Tod gesehen haben und dann mein altes Leben wieder aufnehmen. Das ging einfach nicht. Und dann habe ich meinen Mann verlassen, ich habe das Land verlassen, ich habe Haus zurückgelassen, den ganzen Besitz, Möbel, alles. Ich konnte meinen alten Beruf auch nicht mehr ausüben. Ich habe dann zwar als erstes, verdienen musste, habe dann gedolmetscht, habe mit Sprachen gearbeitet, Unterricht gegeben. Aber habe gedacht, nee, das ist es nicht. Ich kann das nicht mehr machen. Und ich muss mit Seelen arbeiten. Und dann bin ich hier in Bayern, das war 92 dann, bin ich in Krebsklinik gegangen, habe gesagt, ich möchte gerne bei den sterbenden Menschen sitzen und ihre Seele begleiten. Und der Chefarzt hat so gesagt, auf Sie haben wir gewartet. Und das war 92, da waren Hospize, da gab es noch gar nicht. Es gibt ja heute noch Wissenschaftler, die sagen, ja, das Nahtoderfahren sei nur auf Sauerstoffmangel zurückzuführen. Ja, sicher, natürlich haben Sie recht, natürlich, auch ich habe Sauerstoff beim Herztod, beim Herzstillstand Sauerstoffmangel gehabt, ganz, ganz klar. Aber das ist die medizinische, die chemische Seite des Körpers. Und auf der anderen Seite habe ich ja die seelische Seite erlebt. Und die ist, also das ist nicht gleichwertig, die ist für mich viel, viel wichtiger, was die Seele durchgemacht hat. Einfach den Weg, die Reise der Seele im Tod.
Frau Brandner, herzlichen Dank für das Gespräch.